Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Wir werden die Freiheit. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu machen. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Politisch Korrekt. Krankheitsbedingt hat es leider ein bisschen länger gedauert und das ist jetzt auch schon die letzte Folge vor der Winterpause, also hört gut zu. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die erste Folge ist ja bei euch recht gut angekommen und heute möchte ich mich mal einem anderen spannenden Thema widmen, nämlich der Frage, warum wird berichtet, ohne zu recherchieren, über die Arbeitsverweigerung von Mädchen am Beispiel der Annegret Kramp-Karrenbauer. Um eins von wegzustellen, erstmal eine Gratulation hier von mir an AKK, dass sie so souverän die Wahl um den CDU-Parteivorsitz gewonnen hat. Ich denke, sie war von den drei Kandidaten durchaus die beste Wahl. So sehr wir uns auch inhaltlich in der Vergangenheit gestritten haben und vermutlich sollten wir mal wieder in die Verlegenheit kommen, beide politisch tätig zu sein, auch streiten werden. Aber von den drei zur Verfügung stehenden Kandidaten auf jeden Fall die beste Wahl gerade für die CDU, um auch weiterhin Volkspartei zu bleiben. Aber es geht mir heute weniger um die Person selbst, aber in ihrem Beispiel möchte ich festmachen, wo es meiner Meinung nach derzeit in der Berichterstattung der Medien hakt. Denn was sehr auffällig war, gerade für einen Kenner der saarländischen Politikszene, dass die Medien eher Annegret Kramp-Karrenbauers selbstgewählten Narrativ folgen, statt zu recherchieren. Also die eigene Geschichte, selbsterzählte Geschichte von wegen, sie weiß, wie man Wahlen gewinnt, sie weiß, wie man Ministerpräsidentin ist, sie könnte eben auch Kanzlerin und da wurde wenig nach Fakten geschaut, sondern bestenfalls in Sekundärquellen eben den saarländischen Medien, die wiederum über Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Zeit als Ministerin oder Ministerpräsidentin im Saarland berichtet hatten. Das hat natürlich so das eine oder andere Problem. Dazu muss man die saarländischen Medien kennen und wissen, dass die Medienlandschaft hier tendenziell eher regierungsfreundlich ist. Ich sag mal, dass das jetzt keine besonders kritische Berichterstattung erfolgt. Und es wäre aber eigentlich sehr einfach gewesen, sich eben Primärquellen aus dem Saarland anzuschauen und daran den politischen Werdegang von Annegret Kramp-Karrenbauer eben sich anhand der Fakten anzuschauen, aus erster Hand anzuschauen, statt nur eine Metaberichterstattung über schon erfolgte Berichterstattung zu machen, beziehungsweise im schlimmsten Falle eben mehr oder weniger nur auf die Social-Media-Berichterstattung von AKKs Team selbst. Schönes Beispiel, was ich mal anführen möchte. Es gab beispielsweise einen Untersuchungsausschuss im Saarland, der lief über zwei Legislaturperioden. Untersuchungsausschuss Vierter Pavillon, ein Bauprojekt im Saarland, das von einem ursprünglichen Budget von 9 Millionen Euro auf über 42 Millionen Euro angewachsen ist. Und ich war selbst auch Mitglied in diesem Untersuchungsausschuss. Wir hatten den in der letzten Wahlperiode noch einmal eingesetzt. Und da gibt es einen großen Aktenberg. Wenn man sich den nicht durcharbeiten kann, dann natürlich haben auch Journalisten eine begrenzte Zeit, so hätte man sich doch zumindest die Abschlussberichte des Untersuchungsausschusses und der Opposition anschauen können. Da wäre dann zum Beispiel nochmal klar zutage getreten, dass AKK eben klare Schwächen hat im Umsetzen von Dingen im Prozess, im Falle dieses vierten Pavillons, ganz klare Versäumnis im Projektmanagement. Er hatte damals ein schon in Schieflage stehendes Projekt geerbt und ist dann eben nicht durch aufklärerische Maßnahmen aufgefallen oder dadurch, dass er versucht hat, das irgendwie zu beheben, in bessere Bahnen zu leiten. Das Einzige, womit sie dann aufgefallen ist, ist eine gezielte Täuschung der Öffentlichkeit über die Kosten. Wen das interessiert, ich habe da auch mal ein kleines YouTube
YouTube-Video gemacht im Zuge unserer Das Erbe-Kampagne, also Was bleibt von der Piratenfraktion. Ich verlinke euch das hier nochmal. Da kriegt er nochmal als Druckbetankung quasi das Ergebnis des Untersuchungsausschusses Vierter Pavillon. Auch sonst wurde wohl wenig in die Dokumente des Saarländischen Landtags geschaut. Es ist natürlich auch schade, dass der Landtag die Live-Mitschnitte der Reden nicht vorhält. Auch hier hätte man einiges sehen können darüber, wie AKK zu bestimmten Themen argumentiert, wie sie sich positioniert hat in der Vergangenheit. Auch eine ganz schöne kleine Episode, die mit Sicherheit sehr interessant gewesen wäre, denn sie fällt schon voll in die Zeit des Wahlkampfes und dem Parteivorsitz. Da gab es die erste Biografie über Annegret Kramp-Karrenbauer und der Autor hat eine Buchvorstellung in Saarbrücken gemacht. Und da waren wohl einige interessante Leute vor Ort, aber wenig Journalisten, vor allem keine Journalisten von außerhalb des Saarlandes. Und beispielsweise hätte man dort AKKs Bruder befragen können zu verschiedenen Themen, die er auch dem Buch beigesteuert hat. Und als kleines Bonmot, ich weiß, dass einer der Anwesenden hat den Bruder eben gefragt, ob die AKK das denn ernst meinen würde mit ihrer Kritik an der Ehe für alle, dass das hier nur der erste Schritt wäre und es automatisch dann dazu führen würde, dass auch Geschwister heiraten und was weiß sonst nicht schon alles. Und ihr Bruder hat dann eben relativ klar erklärt, ja, also es ist halt so, ihr Vater war super konservativ und das ist schon die Meinung, die da zu Hause ist. Kalkül kann er da nicht erkennen. Also solche Dinge, die mit Sicherheit ein runderes Bild der Kandidatin geliefert hätten, sind nicht erfolgt. Stattdessen haben wir dann Äußerungen immer wieder gespiegelt bekommen, die bundesweit bereits durch die Medien gegangen waren. Beispielsweise noch als Ministerpräsidentin ihre Position gegenüber Erdogan, dass sie eben keine Wahlkampfauftritte im Saarland machen soll. Besagte Ehe für alle. Oder jetzt auch neuer, schon aus der Zeit um den Parteivorsitzwahlkampf, die Forderung, eine Abschiebung nach Syrien zu machen. Und das war eben alles schon berichtet und wurde jetzt nur noch mal hochgekocht. Hat dann auch ganz schön in die Erzählung reingepasst, die eben AKKs Wahlkampfteam dafür sie gestrickt hatte. Dann Teil des Narrativs, dass sie sich da eben ausgedacht hatten, um AKK zur Parteivorsitzenden zu machen, ist auch, dass sie kann Wahlen gewinnen. Sie hat auch die Landtagswahl gewonnen, die den Schulz-Zug gestoppt hat. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, die erzählt sich gut, aber die Hintergründe sehen noch ein bisschen anders aus. Das war das Ende des Schulz-Hypes. Aber es ist ja nicht so, dass AKK jetzt den Schulz-Zug gestoppt hätte, sondern wenn man sich anguckt, wie die Situation im Saarland vor dieser Landtagswahl war, damals gab es im Landtag vertreten eben SPD, CDU, in der Opposition die Linke, wir als Piraten und die Grünen. Und die Stärke der CDU möchte ich an der Stelle eher als Schwäche der SPD, aber wirklich aus landespolitischen Gründen nochmal klarstellen. Es war nämlich so, dass es eine starke Personenwahl war, um wer wird Ministerpräsidentin. Die CDU ging eben mit der amtierenden Ministerpräsidentin AKK ins Rennen und hatte hier auch die perfekte Landesmutter präsentiert. Die SPD hat quasi... Also wenn man jetzt mal runterbricht, was rüberkommen ist bei den Leuten, hat die SPD argumentiert, ja, wir haben hier eine Kandidatin, das wäre die zweitbeste Ministerpräsidentin. Und damit ist es natürlich schwierig, gegen die erstbeste Kandidatin sich durchzusetzen. Die Grünen, die dann aus dem Landtag auch rausgeflogen sind, genau wie die Piraten, hatten nochmal ein besonderes Problem, dass sie einen sehr krawalligen Wahlkampf gemacht haben mit dagegen. Und im Zweifel gegen alles sehr hektisch, auf jedes Thema aufgesprungen, versucht das Thema Grubenwasser groß zu spielen, das zu dem Zeitpunkt eigentlich recht gut abgehandelt war. Also es war Schwäche Grün, Schwäche SPD, die zum guten CDU-Ergebnis geführt hat. Natürlich auch so ein bisschen Schwäche Piraten, wobei braucht man nicht viel drüber zu reden. Wir wollten ja auch nicht nochmal in den Landtag. Ein wenig mehr Recherche hat einfach ein viel runderes Bild der Kandidatin um den Parteivorsitz der CDU ergeben. Und da finde ich es halt schade, dass das nicht erfolgt ist. Denn offensichtlich haben sich die Storys ja geklickt. Es war ja Land auf, Land ab wenig zu sehen. Und ich glaube auch aus
marktkapitalistischer Sicht eines Zeitungsverlegers oder Radio- oder Fernsehmoguls hätte es eigentlich einen schönen Punkt gegeben, zu sagen, okay, wir recherchieren da mal ein bisschen mehr. Saarland ist jetzt ja auch nicht irgendwo in Südafrika, sondern leicht zu erreichen, also 50 Minuten Flugzeit von Berlin. Es gibt auch einen Linienflug, mit dem man morgens hierher kann und abends wieder zurück. Also wenig, was eigentlich dagegen spräche, da mehr Berichterstattung zu machen. Erfolgt ist es aber leider nicht. Und ich befürchte, dass das schon so ein bisschen auch daher rührt, dass einfach Recherche nicht mehr groß angesagt ist. Es wird zu viel gespart am Journalismus. Und da gerät man natürlich leicht in so eine Abwärtsspirale, dass man selbst diese low-hanging fruits, wie in diesem Fall, eben nicht mehr aufgreifen kann und Berichterstattung fehlt. Und was wir gesehen haben, war eben so ein Abziehbild der eigenen Berichterstattung und das finde ich ganz katastrophal. Schlimmer ist nur noch, wenn dann zwei Positionen gegenüberstehen und das sehr beliebte Spiel, er sagt, sie sagt, gemacht wird, ohne einzuordnen, also gar keine journalistische Leistung mehr gebracht wird. Das ist schade. Ich glaube, dass die Medienlandschaft sich da auch was vergibt und vor allem ist es gefährlich für die Demokratie, denn diese hohle Kulissen, dieser Kulissenjournalismus, der bringt uns natürlich wenig für unsere Meinungsbildung und im Zweifel werden die Leute dann überschwemmt von nicht sehr tiefgehenden Nachrichten und schalten geistig ab. Das muss besser werden. Ich hoffe, auch diese Ausgabe von Politisch Korrekt hat euch gefallen. Lasst mir ein bisschen Feedback da, was Themen wären, die euch mal interessieren. Auch wenn strukturell das an dem Podcast anders laufen sollte, gebt mir einfach Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist unser gemeinsamer Staat und niemand drängt uns wieder an den Rand dieses Staates oder gar hinaus an diesen Staat. Wenn wir anschauen, was in Bayern die denkbare Alternative wäre. Die Rente ist sicher.